Du fragst dich, was smarte Ziele sind und wofür jeder Buchstabe von Smart steht. Du willst auch noch ein Beispiel? In diesem Video bekommst du alles, und zwar genau jetzt. Moin moin, ich bin Sebastian und wenn du mehr über Empowerment erfahren willst oder wie du mit Befähigen mehr erreichen kannst, dann abonniere diesen Kanal, um nichts zu verpassen. Hast du schon öfter den Begriff Smart gehört? Die Smart-Kriterien bzw. Smart-Prinzipien werden oft in Projekten und in der Mitarbeiterentwicklung verwendet. SMART ist ein Akronym und steht für Specific. Das Ziel muss eindeutig definiert bzw. spezifisch sein. Measurable. Das Ziel muss messbar sein. Achievable. Das Ziel muss erreichbar sein. Relevant. Es sollte nicht nur erreichbar sein, sondern auch für dich relevant bzw. wichtig. Timebound. Es muss terminiert sein, also ein Ende bzw. eine Dauer besitzen. Aber schauen wir uns hierfür am besten mal ein Beispiel an. Ein Ziel, welches sicher viele von uns haben, auch wenn wir es nicht zugeben wollen, ist: Ich will abnehmen. Ich will abnehmen ist aber kein smartes Ziel. Ihr werdet gleich sehen, warum. Lasst uns mal das Ich will abnehmen in ein smartes Ziel umwandeln. Specific: Wie werde ich abnehmen? Durch Joggen. Measurable: Wie viel werde ich abnehmen? Sagen wir mal 6 Kilogramm. Achievable: Ist das möglich? Ja, das ist nur 1 Kilogramm pro Monat. Relevant: Das große Warum, der Zweck. Sagen wir mal, damit ich in meinen Anzug passe. Timebound: In welchem Zeitraum, wie oft und wie lang? Sagen wir mal 6 Monate, jeden Dienstag und Freitag für jeweils eine Stunde. Nun haben wir unser smartes Ziel. In den nächsten 6 Monaten bin ich jeden Dienstag und Freitag jeweils eine Stunde joggen gewesen. Hierdurch habe ich 6 Kilogramm abgenommen und passe nun wieder in meinen Anzug. Ist dir bei meinen Sätzen etwas aufgefallen? Hier ein paar hilfreiche Tipps. Formuliere das Ziel in Resultatsform, nicht als Absichtserklärung. Schreibe nicht Sätze wie "Ich will, ich möchte", sondern wirklich mit dem Ziel als erfolgreich und als erreichbar im Hinterkopf. Ich bin, ich habe. Achte beim Achievable auf die Realität. Es bringt nichts, sich unrealistische Ziele zu setzen. Klar, jeder will gern 40 Kilo abnehmen. Ist das realistisch? Nein. Deswegen achtet auf eure Ziele, dass sie auch wirklich machbar sind. Die Frage des Tages: Was ist ein Ziel, welches du dir bereits gesetzt hast oder noch setzen willst? Hinterlasse mir einen Kommentar und ich bin gespannt, wie smart es ist. Hat dir das Video gefallen? Dann gefällt dir auch garantiert mein anderes Video: Was ist eine User Story? Ansonsten würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren und bis dann!